Was geht, was geht, was geht, YouTube? Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich nehme das Ganze wieder im Chat auf, im Stream auf, deswegen hier der Chat, falls jetzt gleich was geschrieben wird, nicht wundern, nicht erschrecken. Ihr könnt mir auch gerne mal auf Twitch folgen, wenn ihr möchtet, www.twitch.tv/gerstelp. Momentan habe ich einen schönen Rhythmus von täglich online sein, das wird aber nicht immer so bleiben. Mittwochs bin ich auf jeden Fall immer online. Ach, da guck. Da grüßt die liebe Nadi schon. Auf jeden Fall immer mittwochs online und ansonsten auch mehrfach die Woche. Und ja. So, wir sind immer noch in Asgard, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar geht es hier immer noch um diese Questline mit den Göttern. Wir wollten aber, bevor wir da oben hingehen, zu der Main Quest, wollten wir hier noch ein paar Nebendingsies erledigen. Und dafür würde ich sagen, gehen wir da auch gleich einfach mal rüber. So, wo ist es denn? Da ist es. Ja, die 100 schieß mich tot Meter können wir auch mal eben laufen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich guck nochmal schnell, wann ich aufnehme. Ja, okay. Ja. Nicht, dass die Folgen zu lang werden. Ihr habt ja mal den Wunsch geäußert, dass sie immer so zwischen einer halben Stunde und Stunde sind. Da versuche ich mich auch weitestgehend dran zu halten. Sofern es denn geht und wir nicht mitten in einer Quest sind. Harvey, du Feigling! Komm her und kämpfe! Stell dich! Harvey! Okay, ich befürchte fast, der gute Motul ist wieder zu stark für uns. Was geht hier vor? Harvey, du musst mich durchlassen! Warum? Was willst du an der Quelle Helheims? Mit meiner Frau Ranveig vereint sein. Unser Dorf wurde zerstört. Ich starb mit meiner Axt. Sie nicht. Guter Krieger, Helheim ist nicht der Ort, an dem du sein willst. Dir wurde die Ehre zuteil, dich meinen Kriegern anzuschließen. Wanke nicht. Wäre es deine Geliebte, würdest du die neuen Reiche verschieben, um sie wiederzusehen. Wir Krieger kümmern dich nicht. Ich fordere dich heraus. Wenn ich gewinne, gewährst du mir den Wunsch. Wenn du gewinnst, schick mich als unfähigen Krieger zu Hel. Das wäre nicht gerecht. Ich kann nicht gewinnen, du kannst nicht überleben. Wer bin ich, einen Betrüger zu betrügen? Komm, Harvey, oder bist du zu feige? Erfüll meinen Wunsch, Schlappschwanz! Hallo, 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 was bist denn jetzt so? Na komm. Ich löschte Heere aus, als du noch in deiner Scheiße saßt. Komm, bitte? Verliere und zieh nach Helheim. Du gehörst Odin. Mach den Allvater stolz. Heieiei. Oh Gott. Ich hab gar keine... Alter! So, Tschüssikowski. Na komm, komm wieder hoch. Ich gehorche. Na seht mal. Haben wir das Rätsel also auch gelöst. Oh, und wir haben wieder, was haben wir jetzt gekriegt? Wieder Fertigkeitspunkte. Oh, wir müssen wieder ordentlich was verteilen, glaube ich. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch wieder einiges bekommen. 4 Stück haben wir schon mittlerweile. Oh, 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 oh. Dann wollen wir doch mal. Und zwar, wo wollen wir hin? 1, 2, 3, 4. Da können wir wieder einen neuen Tree aufdecken. Sehr gut. Und weiter geht es. Dann haben wir hier unten noch ein Rätsel. Und dann machen wir den Bogen hier rum einmal. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr machen oder ob wir heute überhaupt noch eine Hauptquest machen. Zumindest in dieser YouTube-Folge. Im Stream wird es mit Sicherheit noch eine Main-Quest geben, da ich da ein bisschen länger online bin. So, oben, da oben. Na, klasse.
Na, dann pampeln wir mal da hoch. Ein bisschen Klettereinlagen hier kann ja auch nicht schaden. Das ist ja schließlich Assassin's Creed. Und was wäre Assassin's Creed ohne Klettern? Nur Creed. Und das wäre ein Gegner von Rocky. Und dann wäre es ein Boxspiel. Fragt mich nicht. Das hier der vierte oder fünfte Tag in Folge, an dem ich streame. Also erwartet keine lyrischen Glanzleistungen von mir. Da ist die Quest. Da waren wir doch schon auf der Ecke. So, ein paar Trompetenpfifferlinge weggesnackt. Wir finden hier in Asgard finden wir extrem wenig Nahrung, muss ich sagen. Geht's hier lang? Nope, aber wir können hier hoch. Yo, Stream is on. Du hast vollkommen recht. Was geht, was geht, was geht? Ach, guck mal an. Och, das ist doch schön beruhigend hier. Endlich mal wieder ein Steinrätsel. Kann ich mal wieder ein bisschen puzzeln hier. Die Arbeit ist getan und es ist noch hell. Wir haben uns etwas zu trinken verdient, denke ich. Was sagt ihr, Brüder? Hol an! Wir ertränken unser Werk in Lob! Eine neue Welt, aus altem Fleisch gefertigt! Erinnert ihr euch, wie groß der alte Ymir war, als wir die Arbeit begannen? Sein Leichnam, so groß wie der Tag lang ist, überspannte er den Abgrund Gien untergab. Ja, es klappt ja wieder super. Sein weiches Fleisch, aus dem wir die fruchtbaren Böden schufen. Und sein Blut wurden Weltenmeere und die Seen. Alter. Ich erinnere mich gut. Für Hügel und Berge stapelten wir seine Knochen. Seinen Bart für die Bäume. Zimmer. Haar für das Gras. Okay, wir müssen das anders machen. Seinen puppelgleichen Schädel öffneten wir für den blauen Himmel über uns. Gefüllt mit den Wolken seines Hirns. So, hält eine er neue so. Welt aus den Überresten einer alten. Skoll, Brüder. Aus den Ümirresten. Ich erhebe mein Horn auf euch beide. Bruder Odin, du bist still. Stimmt etwas nicht? Hat unser Werk kein Lob verdient? Wie war denn das noch? Oh nein. Ach so. So war das. Ja, die ist wirklich sehr, sehr, sehr grenzwertig. Das muss ich aber auch sagen. Boah, hält das? Das ist ja... Badum. Okay. Nee, komm. 100% Run hier. Sag mal, erstmal müssen wir hier mal den ganzen Schrott beiseite rollen. Das gibt's doch nicht. So. So, wie sieht der aus? Dann müssen wir den so ein bisschen so drehen und so drehen. Kann das sein? Oh, du. Bombenfest. Wie sieht der aus? Ist der schön? Ja, der hat oben auch so eine... Nee. Nun, wir haben aber auch hier keinen so einen wirklich, also der da hinten, der ist schön flach. Zack. Zack.
Ja, das ist doch alles, das ist doch hier Moppelkotze, ist das doch. Pass auf, wir nehmen den Großen. Der hat ja hier so eine... Mäuse, Pitu, was geht? Willkommen beim bunten Klötzchenspiel mit Gerste. Zack, so. Dann kommt der da drauf. Schön mittig. Zack. So, sitzt wie eine Eins. Dann kommt der da drauf. Ernsthaft? So. Dann. Alter, ernsthaft? Oh, ich krieg hier die Krise, ey. Das kann ja wohl nicht wahr, Stein. Meine Güte, ey. Das ist doch hier echt zum Mäusemelken, ist das doch. So, pass auf. Zack. Oh, jetzt ist der Dicke da im Weg. So. Das sollte gut sein. Dann kommt hier Gladi McGladstein. Dann kommt der andere Glatte. Und die ganze Rotze kippt wieder um. Ich kriege hier die Krise heute. Mann. Das ist genau meine Tüte Spaß hier, ne? So. Glatt drauf. Nee, aber nicht da drauf. Mann. So drauf. So. So? Nee, den anderen wollte ich. Zack, runter mit dir. Den wollte ich. Zack. So, den da drauf. Dann den da drauf. So, dann machen wir hier. Das wird auch wieder nix gehört. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Mein Gott. So, pass auf. Wir fangen mit dem Großen an. Zack. Zack, wie sitzt er? Der sitzt bombig. Dann kommt der da drauf. So. Dann kommt der da drauf. Wieso ist ne... Alter. So. Oh, Heidenei. Das wird auch wieder nichts, oder? Dann den. Hält das?
bitte, lass es halt. Das hält nicht. Aber nur der hält nicht, okay? Oh, jetzt fällt der. Oh, jetzt fällt der auch mit runter. Moppelkotze. So, zack. Das Wichtigste, meine lieben Freunde, ist immer ein Fundament. Wenn das nicht sitzt, dann kannst du das ganze Haus direkt in die Tonne kloppen. So. Easy. Easiest Steinemännchen of my life. Könnt ihr euch gerne einmal abfotografieren als Tutorial? Oh, Trophäe erhalten, Ausgeglichenheit. Nice. So, dann wollen wir uns hier mal ein paar Tränen besorgen. Ein paar von Ymirs Tränensteinen. Können wir hier irgendwo runter, ohne dass wir gleich wieder sterben? Mit diesen seichten Trompeten im Hintergrund. So, nun, geh da runter. Mein Gott. Kann nicht sein, dass das Runterklettern das Schwierigste ist, was wir heute erleben werden. Ist so. Ja, das war jetzt aber auch mit Abstand das Nervigste von denen. Also ich glaube, ich habe schon 3 oder 4 gemacht jetzt im Laufe des Spiels. Aber die Version hier war gerade echt... Hui! Unfassbar. So. Die werden sofort angreifen. Der nicht mehr. Der auch nicht mehr. Der vermutlich auch nicht. So ein bisschen. Okay, den lassen wir mal noch. Oh, das sind aber auch viele Jungs hier, meine Herren. So haben wir aber nicht gewettet, Kollegen. Ja, Ehrenstream ist wieder am Stisi, genau. Alter. Ey, wo ist das denn ernst? Oh, habt ihr es gehört? Nala ist auch am Start. Lässt herzlich grüßen. Der Goldjödner. Na geil. Och, Himmel. Ziel hier schlechter als in Warzone. So, welches war das? Das war das, ne? Ja, geh mal hin, guck mal. Was geht da ab? So, ich glaube, mit denen werden wir jetzt fertig.
So, wo ist Goldi? Wo ist Goldi? Hä, wo hat sich Goldi denn jetzt verkrümelt? Hä? Goldi ist weg. Gut, soll mir recht sein. Mach ich erst die Truhe auf, ne? Oh! Okay. Ach, da ist Goldi. Von wo schießt du, Bengel, denn? Na oben oder was? Ich wüsste gern, wo der Schlüssel ist. Ich sehe den Schlüssel nicht. So. Haben wir jetzt hier alle geklärt? Glaube nicht. Ist denn der Schlüssel? Da hinten bei dem Fuzzi, oder was? Ah, da unten. Ha. Seht mal an. So, einmal kurz. Alter, was geht hier ab, ey? Leute, herzlich willkommen alle zusammen. Ach du wieder. Wer war das jetzt mit dem Schlüssel? War der da? Oh, wow, 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 wow. Eieiei. Geh da hoch. Nö, geht eigentlich. Oh, gib mir Stärke! Ja, ja, ja. So ein Glück, dass ich nicht treffe, ne? Mach schon mal Platz! Und raus! Zielt auf die Ratte! Welche Ratte? Ernsthaft, sind die ganzen Boys jetzt wieder da, die ich vorhin weggefiedelt habe hier, oder was? So, da ist der Schlüssel. Wir orientieren uns jetzt mal nur am Schlüssel. Da ist der Schlüssel, okay. Ach Gott. Stell dich! Sei einmal in deinem Leben. Mann! So, der andere verkriegt sich dann im Gemüse. So, mal. Denn hier? So. Zimmer. Ey, blaue Leute in blauen Wicken, das kann ich haben, ne? Alter. So. Jetzt habe ich den Schlüssel. Oh, was ein Akt. Ihr
Hier sollte ich vorsichtig sein. Was? Wo bin ich denn jetzt? Moment. Oh, da muss ich doch hin. Nicht, dass die Boys gleich wieder weg sind. Oh. So, dahin. Hier nach unten. Ja, ja, ja. Hm? Du spring halt. Oh, so mal ernsthaft? Blutsack. Blutsack? Das hast du nur einmal zu mir gesagt. Siehst du, Sache hier? Hast du nur einmal gesagt. Oh, jetzt ist hier Fettmops wieder da. Du von hinten, oder was? Ich meine, ich fühle mich nicht beschwenkt. Alles... Boah, Alter, was war das denn hier? Matrix-Move oder was? Hallo, lass mir den Tränenstein, bitte. Alter. Ich spüre die flammende Faust Eivors. So, wo geht's jetzt weiter? Meter in die Richtung. Aber von da komme ich doch, oder was? Mach das mal. Ja, geh. Alter. Ist das dein Ernst? Hochkraxeln. Und dann hier runter. Und Tschüssikowski. Und da haben wir die nächste. Mann, Alter. Manchmal diese Steuerung, ne? So. And another one. Oh, und ein Briefsche. Überlegungen eines Kriegsherrn. Die Runen der Aesir sind mächtig, doch fehlerbehaftet. Diese Fehler können wir zu unserem Vorteil nutzen. Bringe, was du kannst, von den Zwergen in Erfahrung. Sie hüten eifersüchtig ihre Geheimnisse, sind aber vielleicht bestechlich. Die Grenzen der Magie der Vanir sind noch unbekannt. Ihr Bündnis mit den Aesir zu vergiften, ist weiterhin unsere beste Taktik. Aha. Ich glaube, die reden da über den Schild, den unser Kollege da aufgebaut hat oder aufbauen will. Ja, wo willst du da hin? Jo, schwimm nicht zu weit raus, Brudi. So, wir schauen einmal fix auf die Karte und besorgen uns jetzt den Trainstein. Der wieder irgendwo in der Pampa rumbleiert. Auf Vietnam müssen wir wieder irgendwo durch. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, 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 oder 9. Bestimmt hier unten. So. Hoch. Auf der Ebene. Hä? Ei, wo ist er denn?
hier unter mir. Das heißt, wir müssen hier irgendwo einen Eingang in diesen Berg finden. Können wir was mit unserem... Was siehst du? ...Vogli in Erfahrung bringen? Alter, die Steuerung von dem Vogel ist auch echt sehr weird. Nee, pass auf, wir machen das anders. Wir flitzen erstmal einmal hier runter. Und gucken mal von hier aus. Glaub nicht, dass hier was ist, aber probieren geht über studieren. Das sieht mir hier so ein bisschen nach so einem Weg aus irgendwie. Lol. Okay, so viel zum Thema. Das sieht mir nach einem Weg aus. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird felsig und schwer. Ja, steinig. Gut. Wenn irgendjemand einen heißen Tipp im Chat hat, ich bin sehr dankbar darüber. Ich sehe mich hier schon wieder alles stundenlang suchen. Nix. Oh, jetzt sind die Boys hier wieder am Start, ey. Ich krieg die Krise. Ja. Hm. Also hier waren wir doch eben. Oder geht's von da aus weiter? Ja, Mann. Das hilft immer. Hier war ich doch, genau hier war ich doch eben schon. Hm. Irgendwie ist das nicht so vielversprechend. Ding ist, wenn ich da jetzt wieder zum anderen Kasper gleich hinbleier, dann ist der nämlich auch wieder da, der Fette. Was hier? Okay, ich hätte jetzt gedacht, hier können wir tauchen. Aber dem ist leider nicht so. Ja. Blut. So, hier durch. Ach, ernsthaft? Also hier quasi. Ja, das war meine allererste Vermutung, aber irgendwie... Geh hoch! Ey, boah. Hier? Wo? Und dann rechts? Hä? Oder oben rechts? Hier ist ja nichts. Na super. Ich dachte, das wäre jetzt die Lösung der Lösungen. Das ist ja echt ein Pain in the Ass, würde ich fast sagen. Da unten. Was ist da los? Sieht so komisch aus. Da!
rüber, 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 runter, 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 runter. Da haben wir es doch. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen. Den. Was lange währt, wird endlich gut. Da haben wir es. Sehr gut. Ein Träumchen. Dann können wir uns jetzt als nächstes zu dieser Quest aufmachen. Die ist da, okay. Flitzen wir hier einmal wieder schnell durch. Oh, hier sind noch lecker Schmackofatzen. So, während wir laufen, nochmal schnell einen Schluck trinken. So, meine Erfahrung des Tages: Level up nicht mit zu viel Zelda mischen oder zumindest nicht mit zu sprudeliger Zelda. Ich hätte den Stream schon früher angefangen, aber ich musste erstmal putzen. Richtig gut. So, was ist hier? Dain, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Geh halt. Da ist Dunnea, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Was hast du denn für einen Auftrag jetzt hier? Alter. Nee, nein, oh Gott, wie ich es immer verchecke, ne? Rot ist ausweichen. Hier. So. Wo sind meine Hirschis hin? Oh ne, wo sind die? Sind die jetzt wieder am Anfang? Hoffentlich. Das habe ich ja schön verkackt. Oh Gott, hier sind noch mehr Leute. Tschüss. Okay. Dain, der Leblose. Ja. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Ja, das hatten wir schon. Gehe ins Licht. Da ist Dunnea, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Das wo noch hinführt. Ah, die drei lustigen beiden sind zusammen.
Freunde. Wir tun einfach so, als wären wir einer von ihnen. Ja, Wolfis. Selbst Valen erhob sich aus seinem Schlummer. Ist dieser Freigang ein Ausdruck von Freude oder Furcht? Alter. Nein, bitte nicht schon wieder. Wieso kann ich den ja nicht töten? Wo sind die Viecher? Da sind die Viecher. Schnell hinterher. Wir hängen den Wolf ab. Ihr treibt mich aber auch hier durch die Pampa, ey. Ja, Das ist hier Tim Taylor oder was? Tim Taylor und Söhne. Schließlich Egg-Tyrnir, dessen Geweih die Flüsse Seed und Weed entspringen. Ist auf den habe ich das war also der Grund ihres Ausflugs. Eine Gabe an ihren Hüter. Ach, guckt an. Ein weiterer Tränenstein. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich am Arsch der Heide, entschuldigt. Aber, wow. War nicht hier hinten auch noch irgendwo was? So. Jetzt schnappen wir uns mal unser Viech. Moment, wir haben noch 5 Schätze. 3 haben wir hier. Wir haben noch 3 Quests. 1, 2, 3. Das haut hin. Ich glaube, hier war noch was. Wir reiten mal einfach mal hier so. Einmal an der Küste entlang. Ist das die richtige Richtung? Oh, sieh mal. Okay, an der Küste entlang reiten ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen, die ich hatte. Ach, da, seht mal an. Dann haben wir 4. Fehlt uns immer noch einer. Wo bin ich denn jetzt schon? Da unten, genau. Gut. Ja! Schon. So, aber ich würde bald sagen, wenn ich hier durch die Bäume durchkomme, was ich nicht tue, werde ich gleich die Folge für YouTube einmal beenden. Ihr lieben Stream-Zuschauer, ihr könnt natürlich dranbleiben. Nur eine kurze 1- bis 2-minütige Unterbrechung geben, während ich das Video einmal auf die andere Festplatte rüberziehe. Und dann machen wir weiter. Und dann werden wir mal sehen, dass wir da drüben den Tränenstein noch bekommen und dann arbeiten wir uns da langsam... Pups! Und dann arbeiten wir uns da langsam durch die Mission Richtung Hauptmission. So, YouTube, ich mache einmal kurz den Chat weg für euch, für die Abmod, obwohl der kann auch anbleiben, ne? Ja, komm, der kann auch anbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin.